Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch ein bisschen was über Schwingung erzählen. Alles um uns herum ist Energie. Wir sind Energie, unsere Gedanken sind Energie, die Emotionen sind Energie, die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, alles um uns herum ist Energie. Und Energie ist Schwingung. Und das ist total spannend, finde ich, weil alles schwingt in einer bestimmten Frequenz. Manches schwingt höher, manches tiefer, aber alles ist ständig in Veränderung und in Schwingung. Ja, zum Beispiel hat ein gesunder Mensch eine Schwingung von 62 bis 68 Megahertz. Also die Schwingung wird in Megahertz gemessen und dadurch kann man eben alles messen. Und man hat festgestellt, dass ein gesunder Körper eine Schwingung von um die 62 hat. Und eben ein kranker Körper, ein kranker Mensch, zum Beispiel ein krebskranker Mensch, nur noch eine Schwingung von 42 Megahertz hat. Und man hat vieles untersucht und festgestellt, dass zum Beispiel normal konventionell angebaute Nahrung, Obst, Gemüse, Lebensmittel so eine Schwingung um die 20 Megahertz hat. Und biologisch angebaute Lebensmittel schwingen höher. Die haben dann so um die 30 Megahertz oder noch höher. Das finde ich schon ganz spannend. Zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel in Konserven haben null Schwingung. Und da sieht man auch schon, wie wichtig gesunde, frische, lebendige Nahrung einfach für den Körper ist. Dass eben verarbeitete Nahrung einfach keine Schwingung mehr hat. Und wenn man eben fit sein will, gesund sein will und gute Abwehrkräfte haben will, dann ist es auch wichtig, dass man eine hohe Schwingung hat und dass man seinem Körper eben auch dann Schwingung, hohe Schwingung zuführt. Man hat weiter festgestellt, wenn man jetzt einen Kaffee trinkt, einen Schluck Kaffee, dass dann die Schwingung auch sinkt. Also von 62 ungefähr dann auf 58 Megahertz. Und es dauert dann 3 Tage ungefähr, bis der menschliche Körper wieder in seiner normalen Schwingung von 62 ist. Riecht man jetzt aber an einem ätherischen Öl, dann steigt die Schwingung in 20 Sekunden wieder auf Normalzustand an. Ich habe heute ein Öl hier dabei. Idaho Blaufichte, das ist das höchst schwingendste Öl. Das hat eine Schwingung von 428 Megahertz. Das bedeutet, dass es 428 Millionen Mal in der Sekunde schwingt. Das ist Wahnsinn eigentlich, wie viel das ist. Man hat immer gedacht, Rose hätte die höchste Schwingung, aber Rose hat nur eine Schwingung von 320 Megahertz, was dann eben das zweithöchste ist. Bei Menschen ist es so, dass er in der höchsten Schwingung ist, wenn er verliebt ist. Also Liebe erzeugt die höchste Schwingung. Jetzt wollte ich einfach mal einen kleinen Versuch machen und mich in eine hohe Schwingung bringen und dann mal was ausprobieren. Dazu nehme ich jetzt mal hier das Öl. Das riecht einfach auch schon gigantisch. Also es riecht, wie wenn du in einem riesigen Fichtenwald stehst. Und es hat aber auch so eine fruchtige Komponente. Es riecht so nach Orange, einfach so was total Fruchtiges auch. Ich mache mir jetzt einen Tropfen auf die Hand. Aktiviere das 3-mal drehend nach rechts. Ich verreibe das in meinen Händen. Und jetzt inhaliere ich das mal ganz tief. Da ätherische Öle sehr hoch schwingend sind, kann man eben damit seine Schwingung auch anheben. Und da Idaho Blaufichte das am höchsten schwingendste ist, habe ich mir natürlich das genommen. Das ist auch Wahnsinn, wie voll und also man kann es gar nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst riechen und ausprobieren und ganz tief inhalieren. Jetzt versuche ich einfach mal, ob die Löffel an mir kleben bleiben. Und siehe da, das funktioniert. Probier es einfach selbst mal aus, test mal dein Energielevel und nimm mal so eine Prise von Idaho Blaufichte und guck dann mal einfach, was mit dir passiert. Das ist auf jeden Fall unheimlich spannend. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!